Ja, dann darf ich wieder. Vasili ist fertig, dann kann es jetzt losgehen. Ganz, ganz viel Spaß mit Vasilis Gedanken zur Welthungersituation. Ja, danke. Da geht noch was! Hallo. Ja, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Ich mache mir viele Gedanken. Einmal um die Tiere, um unsere Zukunft vor allen Dingen. Aber heute habe ich mir Gedanken gemacht um die Zusammenhänge unserer Tierproduktion mit dem Welthunger. In der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde Europa von einer Hungerkatastrophe unvorstellbaren Ausmaßes heimgesucht. In Irland verhungerten nach dem Ausfall der Kartoffelernte über mehrere aufeinanderfolgende Jahre hinweg etwa 1 Million Menschen. Doch sie starben nicht, weil es nichts mehr zu essen gab. Im Gegenteil, es gab genug andere Nahrungsmittel. Die Getreideernte zum Beispiel war nicht betroffen. Doch das Getreide war für den Export vorgesehen. Das Land gehörte damals überwiegend reichen Großgrundbesitzern aus England, den sogenannten Landlords. Und während die Welt zu helfen versuchte, verließen für jedes einzelne Schiff, das Nahrungsmittelspenden nach Irland brachte, um die Katastrophe abzuwenden, mehrere Schiffe, vollbeladen mit irischem Getreide, die Insel. Was für ein Wahnsinn! Heute, 160 Jahre danach, sind wir fassungslos über diese Unmenschlichkeit. Im Nachhinein betrachtet lassen sich entsetzliche Ereignisse immer besser bewerten, als wenn sie gerade erst geschehen, vor allem deshalb, weil wir keine eigene Verantwortung mehr tragen. Der Hungertod ist ein entsetzlicher Tod. Der Todeskampf geht einher mit unerträglichen körperlichen und psychischen Schmerzen. Er wird begleitet von einem panischen Gefühl der Einsamkeit und Verlassenheit. Organe lösen sich auf, Augen treten aus den Augenhöhlen heraus. Der Körper wird von Hungerkrankheiten zerfressen. 8,8 Millionen Menschen sterben diesen Tod in jedem Jahr, heute, jetzt, in unserer angeblich fortschrittlichen, aufgeklärten, friedliebenden Zeit. 8,8 Millionen Menschen. Und wie wir heute mit Verachtung auf die Verantwortlichen der Hungerkatastrophe in Irland zurückblicken, so werden die Menschen der Zukunft fassungslos sein angesichts unserer Tatenlosigkeit und vor allem fassungslos ob unserer Mitverantwortung am Massensterben. Denn genau wie damals in Irland ist das Problem des Hungers nicht fehlende Nahrung. Es ist schon damals in Irland vor allem ein Problem der ungerechten Verteilung. Der meiste Hunger wird dadurch erzeugt, dass den Menschen Nahrung weggekauft wird durch Industrieländer. Hunger ist somit ein Problem der Verteilung von Macht und Finanzen. Und den Bauern aus westlichen Ländern greift beim Kauf auf dem Weltmarkt der Staat mittels gewaltiger Subventionen unter die Arme. Bauern aus Drittweltländern bleiben zurück. Ursprünglich wurden Subventionen eingeführt, um die Agrarwirtschaft leistungsfähig zu machen und um Einkommensnachteile der ärmeren Landbevölkerung auszugleichen. Und obwohl diese Ziele längst erreicht wurden, werden die Subventionen weiter aufrechterhalten. Gerechtfertigt wird dies durch ein befürchtetes Versagen des Marktes. Die inländischen Agrarerzeuger sollen geschützt werden vor der ausländischen Konkurrenz. Und so ist inzwischen ein Geflecht gewachsen, das bei uns die Nahrungsmittel absurd verbilligt hat und gerade in der Tierproduktion zur gigantischen Überproduktion führt. Und sogar dazu, dass ein Drittel der tierischen Produkte im Müll landet und verschifft wird, um Märkte in Drittweltländern zu überschwemmen und den heimischen Bauern die Lebensgrundlage zu zerstören. Die dafür benötigten Futtermittel werden auch verhungernden Menschen weggekauft. Und was nicht in den Trögen landet, wird zu Biosprit verarbeitet. Das ist unsere Mitschuld am Welthunger. Die Kürzung der Subventionen
gilt derweil als politisch schwer durchsetzbar. Warum? Weil dann nämlich das Kilo Schweinenacken nicht mehr irrwitzige 3,99 das Kilo kostet. Weil uns dann der Liter Milch nicht mehr für 45 Cent hinterhergeworfen werden kann. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir, die Wähler und Verbraucher, es zulassen müssen. Wir müssen wollen, dass die aberwitzigen Agrarsubventionen gesenkt und bestenfalls abgeschafft werden. Wir müssen es wollen, dass die Lebensmittelpreise wieder auf ein gesundes Niveau steigen. Das ist unsere Verantwortung für die Welt. Und diese Verantwortung bedeutet keinesfalls mehr Geld ausgeben. Es bedeutet im Grunde nur Umstellen der Ernährung, weg vom Tier. In der Zeit, aus der ich komme, von hier aus gesehen, 200 Jahre in eurer Zukunft, blicken wir auf die derzeit stattfindende Katastrophe zurück, wie ihr auf die Hungerkatastrophe in Irland. Der Unterschied ist das Ausmaß, das unfassbar höhere Ausmaß an Leid, an Zerstörung, an Selbstzerstörung. Und die Ursache sehen wir vor allem in der völlig entarteten Tierproduktion. Wir nennen dies die karnistische Deformation. Diese Deformation verantwortet den qualvollen Hungertod hunderter Millionen Menschen. Sie verantwortet, dass Millionen Quadratkilometer fruchtbares Land zerstört werden durch exzessiven Anbau von Futtermitteln. Sie verantwortet, dass das Ökosystem der Meere zerstört wird durch die wahnwitzige die an den Folgen unseres Überflusskonsums zugrunde gehen. Die Hungerkatastrophe in Irland wurde ausgelöst, als über mehrere Jahre hinweg die Kartoffelernte ausfiel. Kartoffeln waren das Hauptnahrungsmittel der Iren, während sie Getreide anbauten, um bei den Landlords die Pacht für die Ländereien zahlen zu können. Ein natürlicher Erreger war der Auslöser. Und als Jahre später der Erreger verschwunden war und die Ernten wieder eingefahren werden konnten, war auch der Hunger Geschichte. Heute, und das ist der zweite große Unterschied der beiden Katastrophen, ist hauptsächlich der Mensch Auslöser mit seiner Tierproduktion. Und deshalb kann die Katastrophe nur zu Ende gehen, wenn der Mensch selbst sich ändert und wir, die im Reichtum lebenden Menschen in den westlichen Ländern, wir, denen diese Änderung Kinder leicht fallen würde, denen diese Änderung nicht einmal etwas kosten würde. Wir haben es in der Hand. Wir müssen es nur wollen. Und demjenigen, der achselzuckend meint, so ist die Welt eben, dem sei gesagt, was gibt uns das Recht, Millionen Menschen verhungern zu lassen? Was gibt uns das Recht, die Lebensgrundlagen kommender Generationen zu ruinieren? Ist es Fleiß? Ist es eine Art Verdienst, der uns vom hungernden Menschen in Drittweltländern unterscheidet? Gehört uns die Welt nur, weil wir sie mit Geld kaufen können? Sind wir mehr wert, weil wir reich sind? Nein. Wir haben nur das Glück, im Reichtum leben zu dürfen. Das Pech der anderen hingegen ist, dass wir dieses Glück noch missbrauchen. Danke.
Vielen Dank, Marcelli. Tolle Rede. Ja, war alles drin. Trotzdem gibt es noch mal drei Zwischenkundgebungen und die Schlusskundgebung.